Heute geht es weiter mit dem chinesischen Horoskop und zwar mit dem Tierkreiszeichen Drachen. Der Drache ist das fünfte Tierkreiszeichen im chinesischen Horoskop. Sein bestechender Charme und Mut kennzeichnet die Drache-Geborenen aus. In China gilt er als Zeichen der Macht. Drachen packen ihre Herausforderungen entschlossen an und bewältigen sie meistens erfolgreich. Auf andere Menschen wirkt er autoritär und herrschsüchtig. Er ist jedoch sehr bodenständig und sensibel. Mit seiner Intelligenz bringt er es weit im Leben und vital ist er erfolgreich im Beruf. Er übernimmt gern Führungsrollen, hat aber ein Problem damit, er kann sich nicht gut durchsetzen. Geradlinig tut er seine Meinung kund und seine Ehrlichkeit wird sehr geschätzt. Auch dann, wenn er mal einen Menschen vor den Kopf stößt. Für 2018 steht folgendes Motto für ihn: Flügel verleihen, statt selbst zu fliegen. Er lebt nach dem Grundsatz, geteilte Freude ist doppelte Freude. Was erlebt der Drache 2018 in der Liebe? Dass du dich in einem Zyklus von Pech befindest. Du hast aber Möglichkeiten, aus diesem Zyklus auszubrechen. Zum Beispiel, wenn du heiratest. Darüber solltest du ernsthaft nachdenken. Sonst könnte deine jetzige spezielle Beziehung doch noch zerbrechen. Bereits Verheiratete sollten sich mehr um ihre Partner kümmern. Macht zusammen kurze Ausflüge. Zeigt mehr Aufmerksamkeit für den anderen. So kommt neuer Schwung in eure Liebe. Und Ledige haben die Chance, die große Liebe zu finden und zu erfahren. Die Karriere und Beruf. Drachen lieben Herausforderung und Risiken. Du wirst 2018 ein hervorragendes Jahr haben, weil du in der Lage bist, dein Fachwissen für deine Projekte einzusetzen. Und du hast die Möglichkeit, aufregende Projekte anzugehen und sie dynamisch mit Liebe zum Detail abschließen zu können. Sei aber realistisch und lass dich nicht von Nutzlosem ablenken. Nun die Gesundheit. Du hast die arbeitsame Natur des Drachen und bist generell gesund. Vermeide allerdings periodischen Stress, der immer wiederkehrt, weil du die Herausforderungen mit ihren Risiken annimmst. Achte auf deine Haut und deine Innereien, denn deine beruflichen Aktionen im Moment, ja, die sind nicht unbedingt gut für dich, die tun dir nicht gut. Spaziergänge und Yoga sind da ein effektvoller Weg, um gesund zu bleiben. Körper und Geist brauchen und können sich somit erholen. Meine Lieben, die Schlange, das ist das nächste Tierkreiszeichen und bis dahin herzlichst eure Deria.